Ja, schönen guten Abend, liebe Leser. Mein Name ist Ralf Reichert. Ich bin Redaktionsleiter der Hohenloher Zeitung und für Sie heute Abend unterwegs bei der ersten Lange Nacht der Kultur hier in Öhringen. Schauen, staunen, genießen. So lautet das Motto dieser außergewöhnlichen Veranstaltung, die heute zum ersten Mal stattfindet. Wir sind alle gespannt, was diese Premiere bringen wird. Das Programm ist vielversprechend. Das Wetter könnte nicht besser sein. 16 Aktionsbühnen quer durch die Innenstadt verteilt werden die Besucher heute empfangen. Theatergruppen, Musikgruppen werden zeigen, welches kulturelle Potenzial hier in unserem schönen Landstrich steckt. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm, Ausstellungen, Lesungen, sogenannte Walking Acts. Ja, dazu gibt es eine Lichtinstallation. Öhringen wird heute in einem wahren Lichterrausch erstrahlen. Zwei Lichtkünstler sind in Aktion und werden uns ein virtuoses Spiel aus Farben und Formen, Licht und Schatten bieten. Ja, meine Damen und Herren, neben mir steht Gerhard Feiler, Stadtrat in Öhringen. Er ist gerade auf der ersten langen Kulturnacht angekommen. Herr Feiler, was erwarten Sie denn von dieser Premiere? Also ich bin als erstes mal sehr überrascht, wie viele Leute das da sind. Und ich erwarte, dass ich die Räume, die ich als Kind gesehen habe, jetzt mit Theater gefüllt habe. Prost, Herr Minister! Prost! Du Depp, die sind doch von der Zeitung. Mit denen müssen wir doch zusammenarbeiten. Mensch, du weißt doch, was eine gute Presse alles bewirken kann. Ja, neben mir steht Karin Bayer aus Neuenstadt. Frau Bayer, wie ist denn Ihr erster Eindruck? Einfach nur super. Was haben Sie denn bis jetzt gesehen? Ich war bei der Neuenstädter Gruppe und habe mir das angeschaut und jetzt war ich gerade im Blauen Saal und jetzt gehe ich Richtung Hamballe. Meine Damen und Herren, es ist jetzt kurz vor 12:30, die erste lange Nacht der Kultur in Öhringen neigt sich langsam seinem Ende. Was wir gesehen haben, hat uns begeistert. Tausende Besucher waren in der Öhringer Innenstadt unterwegs, um Musikgruppen zu lauschen, um Theatergruppen zu sehen und um das bunte Rahmenprogramm zu genießen. Bleibt nur zu hoffen, dass diese wunderschöne Veranstaltung im nächsten Jahr eine Wiederauflage findet. Mir bleibt jetzt noch Ihnen auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihr Ralf Reichert.